Nee, wir wollten ja ursprünglich nach Lissabon für einen Monat im April. Und jetzt war ich im Endeffekt nur für 3 Tage da, während Henrik jetzt gerade in Miami ist und Nate in Paris. Weil dann doch wieder ein paar Sachen dazwischen gekommen sind und wir jetzt, und ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage, beruflich hin und her reisen müssen. Ein bisschen Jet-setten, aber lohnt sich alles. Hätte das Vicky in Frankfurt vor 10 Jahren für möglich gehalten, dass sie mal nach Lissabon reist für eine NFT-Konferenz? Niemals. Ich hätte bis vor 3 Jahren nicht mal gedacht, dass ich jemals wirklich in der Tiefe verstehe, wie eine Blockchain funktioniert. Ich finde, das ist auch schon ein ziemlich krasser Goal. Ja, heller Goals, Vicky GG. Da starten wir die heutige Session gleich mit einem Hoch. Und schon crazy. Henrik ist nach Miami. Nate nach Paris, du nach Lissabon. Also habt ihr wirklich so eigentlich strategisch gesagt, ey, alle drei Co-Founder, dass sich auch niemand ausgeschlossen fühlt, wenn jemand reisen darf, dürfen alle in eine der coolsten Städte der Welt gehen und ein bisschen Hände schütteln an NFT-Konferenzen. Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, ausgeschlossen fühlt sich niemand. Wir werden auch noch gemeinsam im Juni in die USA reisen zu 2, 3 wichtigen Konferenzen. Jetzt hat sich das halt alles überschnitten. Und der Grund hierfür ist auch, dass wir natürlich klar, irgendwo auch das Netzwerk ist super wichtig, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt unser eigenes großes Ding planen, nämlich DW3 Vision, uns jetzt einfach mit so vielen Leuten und potenziellen Ausstellern wie möglich connecten müssen. Und das machst du halt, indem du halt im besten Falle alleine, damit du eben nicht mit den anderen chillst, zu den wichtigen Orten und Konferenzen fährst und da auch wirklich mit allen möglichen Leuten sprichst. Ja, jetzt habe ich schon so ein bisschen Du geteasert. hast schon wild vorweggenommen, sehr geil. W3 Vision, was zum Teufel? Ihr reist herum und macht jetzt noch ein eigenes Ding. Darum soll es auch in der heutigen Session gehen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum WeTalk Episode 11. Mein Name ist Marvin Sanchines. Ich bin gerade in Spanien, ein ungewohntes Setup. Aber mit den heutigen technologischen Möglichkeiten ist das ja super easy, schnell aufzustellen. Und dann natürlich, wie immer, Victoria Klich, aka Vicchick030, aka NFT Queen, aka in Lissabon wird sie erkannt, weil sie auf LinkedIn aktiv ist. Und freue mich, in der heutigen Session eben auch über dieses Thema NFT-Events zu sprechen mit dir, Vicky. Wir sprechen das erste Mal, seit du in Lissabon warst, und da hast du sicher einiges zu berichten, wie du das Ganze wahrgenommen hast, vielleicht ein paar Learnings, die du mitgenommen hast aus dieser Erfahrung. Und weit des Weiteren, dann gibt es andere Punkte zur Massenadoption, ein paar große Player, die hier auch Moves machen. Solana auf OpenSea, auch ganz wilde Nummer, jetzt nicht mehr nur Ethereum-Blockchain oder ERC-721 oder welche Chain ist das Ja, für die. ERC 721 für Ethereum, ja. Genau, also da expandiert es auch. Und auch ein Riesen-Hack, der stattgefunden hat bei Axie Infinity. Das ist das virtuelle Land, oder ist es? Nee, das ist das Game, sorry. Ja, Das ist genau. das Spiel, das Play-to-Earn-Spiel, haben wir auch schon in der Tiefe besprochen in den vergangenen Episoden. Gab es einen Riesen-Hack. Und dazu spreche ich am Schluss auch noch einmal. Aber um uns jetzt Schritt für Schritt dadurch zu sprechen, starten wir gerne, Vicky, mit einer Reflexion deines Lissabon-Trips und vielleicht auch kurz auch ein Update von deiner Seite. Wie geht's dir? Covid ist jetzt wirklich auch in Deutschland mittlerweile, glaube ich, abgeschlossen soweit. Alles wurde aufgehoben. Und wir dürfen wieder Leute treffen, wir dürfen an Events gehen, Events veranstalten. Und das hast du dir nicht nehmen lassen und bist direkt nach Portugal geflogen. Wie kam es dazu und was hast du getrieben? Das war eine unglaublich spontane Entscheidung. Also ich bin am Sonntagmorgen nach Portugal geflogen und am Donnerstag habe ich erst gebucht. Das hat den Grund, und jetzt verstehen vielleicht auch endlich mal alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich immer gemeint habe, wenn ich gesagt habe, ich darf eigentlich noch nicht darüber sprechen, dass wir ein ziemlich großes Ding in der Pipeline haben, und das ist eben die W3 Vision. Da haben wir die Möglichkeit, uns auf einer der größten Marketingmessen Europas, nämlich der DMX-Go, zu platzieren, eben als eigene Web3-Konferenz und es so eben all den, ich nenne sie mal Web2-Leuten, den Web3-Space zugänglich zu machen, so um es mal so auszudrücken. Da werden natürlich noch deutlich mehr Informationen folgen. Wir sind gerade immer noch so ein bisschen in der
Verhandlungen und welche Aufgaben auf uns zukommen. Nichtsdestotrotz wollten wir keine Zeit verschwenden und eben überall sichtbar sein und die richtigen Kontakte schließen. Ich meine, es ist eine Messe, es ist eine Konferenz, also so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Es wird Aussteller geben, es wird Speeches geben und wir müssen natürlich auch die richtigen Leute da an Land ziehen aus der Web3-Szene, weshalb ich ziemlich spontan jetzt auf die Non-Fungible Conference in Lissabon geflogen bin. Wirklich ein sehr schönes Event gewesen, 2 Tage, also von Montag auf Dienstag. Unglaublich viele Leute kennengelernt. Also ich hätte von mir selbst auch nicht gedacht, dass ich mal wirklich von 9 Uhr morgens bis, was weiß ich, 12 Uhr abends eigentlich nur am Netzwerken bin. So kenne ich mich schon gar nicht. Ich wollte mir ehrlicherweise auch mal ein paar Talks anschauen, kam aber nicht dazu, was ja auch gut ist. Ich meine, deswegen war ich ja nicht da. Habe echt super viele interessante Menschen kennengelernt und ich glaube, somit das größte oder die 2 größten Learnings waren eben das, ich meine, ich weiß das schon, aber ich habe es halt so nochmal in person gemerkt, ist, dass dieser ganze NFT-Space eben mehr ist als nur NFTs. Also da sind super viele Player mit dabei, die eben auch andere Sachen anbieten, sei es irgendwie easy-to-use Crypto-Wallets. Wir haben Projekte gehabt, die irgendwie voll eine Brand dargestellt haben. Wir haben auch Artsy-People gehabt, die wirklich so Kunst, Musik und Video miteinander verbunden haben und das alles auch noch in VR gepackt haben. Das konntest du dann als NFT minten. Was hatten wir noch? Viele Metaverse-Stände und auch viele Hands-on-Workshops, wie man eben in diesem Space zurechtkommt. Und da habe ich echt sehr, sehr viel mitgenommen. Und lass mich überlegen. Ich glaube, das Coolste war irgendwie, dass ich echt viele Leute auch aus Deutschland getroffen habe, die alle irgendwie gesagt haben, oh, ich habe dich mal auf LinkedIn gesehen. Auch super strange für mich, aber dafür umso cooler, dass es ja irgendwie funktioniert, wenn man anfängt, in diesem Bereich über Web3 zu sprechen und das auch in einer Regelmäßigkeit. Also auch irgendwie GG an dich, Marvin, der mich da immer sehr gut dabei unterstützt, meine Stimme zu heben. Und ansonsten, ja, es war mega erfolgreich. Also ich habe ein paar gute Kontakte geknüpft und die werden eben auch auf der W3 Vision mit ziemlich großer Sicherheit auch nochmal präsent sein. Und ja, ich habe jetzt so viel geredet. Hast du irgendwie noch Fragen zu irgendwelchen Sachen oder zu W3 Vision selbst, Marvin? Ey, du, also ich meine, W3 Vision ist ja ein wildes Announcement. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal eine Solo-Episode dem Ganzen widmen. Ja. Ja. Also was mich jetzt interessiert auch, du hast schon ein paar Dinge genannt von dieser Konferenzenerfahrung, dass du da eben verschiedene Stände miterlebt hast, aber gar nicht wirklich die Speeches hören konntest, weil du so krass am Netzwerken warst. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich kenne das so aus eigener Erfahrung, wenn du so an Events gehst, da stehst du dann da und dann gibt es natürlich die Leute, die mit Visitenkarte in der Tasche alle anquatschen und sagen, hey, was machst denn du so? Und dann kommen sie so von hinten vielleicht, flüstern dir so, hey Victoria, weil sie dich schon kennen, so, willst du bei meiner Whitelist dabei sein? Wie bist du das angegangen? Wie bist du so in die Konferenz rein? Wie waren deine Energy Levels zu Beginn? Und hast du dann Leute angesprochen? Wurdest du angesprochen? Wenn du sagst, dass du so viel genetzwerkt hast, so viele neue Leute kennengelernt hast, wie kamst du in die Gespräche? Und hast vielleicht Tipps auch für andere, die so an Konferenzen gehen? Bei der Szene ist es natürlich super cool, dass jeder voll offen ist. Also es waren 2000 Leute da. Dieser ganze NFT und Web3-Space ist ja noch super nischig. Und jeder ist halt voll offen und möchte den anderen helfen und möchte mit den anderen in Kontakt treten. Ich muss fairerweise sagen, ich habe zu den Leuten gehört, die da mit Visitenkarte rumgerannt sind. Und am Anfang war es halt echt so, okay, wie gehe ich das jetzt am besten an? Zumindest waren das so die ersten Gedanken, die ich hatte, bis ich dann halt wirklich auf die Konferenz gekommen bin, gesehen habe, wie bunt das ist, wie viele Leute da sind und bin eigentlich mal so von Stand zu Stand gegangen und habe mir mal alles erklären lassen. Ich meine, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich direkt gesagt habe, yo, ihr müsst unbedingt auf die W3 Vision kommen, einfach im Anbetracht der Tatsache, dass das irgendwie Projekt, beispielsweise Ledger, die Hardware-Wallet, ne, kennt wahrscheinlich jetzt mittlerweile jeder, finde ich aber ein super wichtiges Asset, weil die haben Workshops angeboten, wie man halt secure in diesem Space unterwegs ist und im Hinterkopf, okay, auf dem Exco sind, weiß nicht, 30.000, 40.000 Marketer unterwegs, für die
die alle noch im Web2-Space sind, wo aber der nächste logische Schritt natürlich ist, Web3 ein bisschen besser kennenzulernen, dass eben auch ein Security-Thema ein super wichtiges Asset ist, denen nahe zu bringen. Und so ist halt so meine Herangehensweise gewesen. Also natürlich war nicht alles interessant, da waren auch super viele Projekte einfach nur vertreten. Natürlich ganz cool, aber jetzt auch nicht besonders wertvoll für mich gewesen. Also ich sag mal so 80% der Aussteller waren da ganz spannend und dann bin ich auf alle zugegangen. Und ich meine, wenn du also erstmal muss man sagen, auf meiner Visitenkarte ist halt mein Clone drauf. Das ist für viele, die sich in der Szene auskennen, dann auch immer so ein, so blöd wie das auch klingt, so ein Symbol, ah, da kennt sich jemand aus. Da war jemand früh genug dabei oder hatte zumindest die nötigen finanziellen Mittel, sich sowas zu kaufen. Auch wenn das vom Pfand ist. Und dann, wenn du sagst, ja, wenn du halt wirklich... Ja, es ist ja auch egal. Ich meine, es ist ja auch voll fein. Ich repräsentiere ja unseren Pfand, beziehungsweise die W3-Brand. Und dann... wo war ich denn geblieben? Also wenn du dann halt sagst, ja, du bist aus Berlin und du bist Teil von einem Investmentfund und wir wollen jetzt eine fette Conference planen, sind eigentlich überall die Augen aufgegangen. Weil eine Sache, die ich noch gelernt habe, und das war mir nicht so ganz bewusst, aber das habe ich bei ein paar Projekten gemerkt, die meisten Companies aus dem Web3-Space sind richtig gut in Tech und Execution, aber total miserabel im Marketing, weil sie da einfach nicht die nötigen Assets haben, weil das einfach wahrscheinlich nicht irgendwie ganz oben auf der Agenda steht. Aber jetzt, weil wo einfach mehr Player in den Markt kommen und sich halt auch wirklich so ein Wettbewerb bildet, muss man natürlich irgendwo rausstechen. Und natürlich dann eine Präsenz auf einer Marketingkonferenz zu haben, ist halt voll wertvoll für die meisten Projekte. Deswegen war das für mich eigentlich gar nicht schwer, in so ein Sales-Gespräch zu gehen. Natürlich muss man am Ende auch noch schauen, wie die Conversion da letztendlich ist und wie viele Leute da wirklich Interesse dran haben. Aber das allgemeine Feedback war super wertvoll und super gut. Vielleicht ist halt das Branding um die DMX-Co natürlich nochmal der Aufhänger gewesen, weil du einfach auch viel mehr Leute ansprechen kannst, wenn du dich da als Produkt, Projekt, Unternehmen aus dem Web3-Space positionierst. Aber im Endeffekt haben mich dann auch einfach Leute angesprochen. Ne? Also gab schon Frauen auf der Konferenz, aber nicht so viele. Und ich glaube, da wird man dann eher mal angesprochen, wenn man sich mal ein Croissant geholt hat oder so und ist ins Gespräch gekommen und hat halt immer was Neues gelernt über die Menschen, die dort rumgelaufen sind. Oh, wie gute Croissants in Lissabon auf der Konferenz? Wahrscheinlich nicht so gute, wie du sie hier irgendwie aus einem schönen französischen Café bekommst. Aber war schon alles in Ordnung, auch vom Catering her. Nice. Du hast ein Thema angesprochen, was auch viele beschäftigt. Und zwar, dass in dem Space, allgemein in der Tech-Szene, wenig Frauen vertreten sind. Hast du das auch an der Konferenz so wahrgenommen? Also war wirklich der Großteil, waren das Männer? Und vielleicht, bevor du antwortest, hast du noch dein Ringlicht oder so? Hast du noch Licht bei dir im Setup, was du anmachen kannst? Weil die Leute, die wollen dich sehen, wenn du quatschst. Die wollen dich ach besser so, sehen. Ist es so dunkel bei mir? Es ist schon ein bisschen düster. Ich habe mein Ringlicht nicht angemacht. Ich habe mich nämlich beeilt, dieses Setup aufzubauen. Soll ich das noch machen? Wir können das ja rausschneiden, aber soll ich das noch machen? Aber dann dauert das wieder so ein bisschen. Ja, wir können auch durchziehen. Ich denke nur, ja, okay. Das ist auch vielleicht ein Teaser für die zuhören. Jetzt bekommt ihr gerade den Podcast-Prozess mit. Wir haben ein ultralines Setup. Ne? Ich habe jetzt Tageslicht, das heißt, von mir geht es gerade gut. Ein iPhone connected als Webcam und ein mobiles Mikrofon, dann steht das eigentlich. Aber warum Videoqualität auch wichtig ist, nicht nur, weil wir auf YouTube posten, so aus Marketingstrategie-Sicht, jetzt bin ich von Frauen in Tech zu Marketingstrategie, ich nehm das Thema ernst und wir gehen auch gleich darauf zurück ein, aber wir starten auch jetzt Video-Snippets aus diesen Sessions zu machen. Das heißt, auch hier Teaser, W3 Talk, bald auch auf TikTok vertreten. Wir werden hier kleine Snippets machen, wo Vicky ihr bestes Wissen preisgibt und wir damit lustigen, wilden Animationen versuchen, nochmal ein weiteres Publikum über TikTok zu erschließen. Und du hast ja selber gesagt, viele NFT-Player sind zwar technisch sehr gut, aber die sind im Marketing einfach komplett hinten dran und schaffen es nicht, halt auch ihr Wissen zu connecten mit Leuten, die davon profitieren können.
Und darum jetzt, nachdem LinkedIn dir du bereits erobert hast und weiterhin auch präsent sein wirst, ist jetzt TikTok der nächste Schritt. Und darum ist mir gerade in den Sinn gekommen, ey, wäre gut, wenn du noch ein bisschen besseres Lighting hättest bei dir. Aber it is what it is. Wir machen mit düsteren Ton in diesem Case. Und jetzt zurück zum wichtigeren Thema, Frauen in Tech. Du wolltest gerade darüber erzählen, wie du es wahrgenommen hast auf der Conference. Wie war es so? Wie siehst du es im Space allgemein? Also ich meine, im Space allgemein gibt es natürlich einfach noch nicht so viele Frauen. Das ist halt einfach so. Ich habe aber überraschenderweise mehr Frauen auf der Konferenz gesehen, als ich erwartet hätte. Weil du halt, also viele Frauen sind halt auch in diesem Art-Space unterwegs. Ist halt einfach so zumindest habe ich das so wahrgenommen in dieser NFT-Szene. Und dadurch, dass das alles wild zusammengewürfelt war und du halt auch verschiedenste Projekte hattest, wirklich von Tech-Providern über Projekte, über halt auch wirklich Artsy-Sachen, als auch so ein bisschen Cosplay war da auch tatsächlich noch dabei. Also da liefen auch irgendwie so verkleidete Charaktere rum. Fand ich echt auch ein bisschen überraschend. Aber es waren schon mehr Frauen da, als ich es erwartet hätte. Und das finde ich halt auch ganz cool. Natürlich war es immer noch super männerdominant. Ist aber auch, also, weiß nicht, ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten und keine von denen, und ich schließe mich dir auch selbst ein, fühlt sich dadurch irgendwie eingeschüchtert. Also ich glaube, und ich habe das mal in einem LinkedIn-Post erwähnt, und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann kommt noch ein LinkedIn-Post, der so ein bisschen dieses Thema nochmal beleuchtet, dass man erstmal auch so eine Hürde überwinden muss, aber wenn man einmal in dieser Szene drin ist, die wirklich so lieb und so zuvorkommend ist, wo ich glaube einfach so eine allgemeine Angst und Unsicherheit bei Frauen herrscht, ob sie sich da irgendwie durchsetzen können, ob sie ernst genommen werden. Wenn man da einmal drin ist, dann merkt man, ach, das ist total schwachsinnig, sich da irgendwie Sorgen zu machen, dass man da nicht ernst genommen wird. So habe ich das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, so, ich habe gesagt, ich investiere in Web3-Assets, habe mit Leuten irgendwie über alles Mögliche gesprochen, sei es irgendwie meine Investments oder beziehungsweise unseren Investments, über die Technologie und all sonstige Sachen. Dementsprechend glaube ich, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Also wenn ich es irgendwie in so eine Prozentzahl setzen müsste, würde ich mal sagen, da waren vielleicht 15% Frauen oder so von 100. Aber immer noch mehr, als ich erwartet hätte. Also ich dachte, ich wäre einer der wenigen da vor Ort. Wurde aber eines Besseren belehrt und habe auch wirklich echt coole Frauen kennengelernt. So, das hat mich dann auch nochmal super gefreut, mich direkt mit allen connected. Und ich finde es da auch immer ganz wichtig, wenn man vor allem in dieser frühen Zeit halt so zusammenhält. Also auch so komisch, wie das klingt, dass man sich da auch selber gegenseitig pusht und supportet. Wird bei dir gesaugt, Marvin? Ich glaube, es wird Tee gekocht, aber ich mühte mich, während du sprichst. Alles gut. Das ist halt das Setup, sind wir wenigstens transparent. Aber nee, das war's. Also ich freue mich natürlich über alle möglichen Frauen, die ich in dem Space kennenlerne, die verschiedensten Sachen machen und auch ihre eigenen Projekte anstoßen, ihr eigener Chef sind, so nach dem Motto. Aber an alle, die jetzt einsteigen möchten und sich da noch nicht so sicher sind, ob sie da ernst genommen werden oder ob sie irgendwie das richtige Skillset mitbringen, das ist nicht mehr nur Tech, also man muss nicht mehr nur coden können, sondern da gibt es so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, dass man überhaupt nicht davor zurückschrecken sollte, dass es gerade noch eine sehr männerdominierte Szene ist. Ja, nur um da irgendwie so als Supporterin aufzutreten, ich würde da jeden einfach raten, über einen eigenen Schatten zu springen und in das Web 3 Rabbit Hole rein. Wie du es auch gemacht hast selber, ne? Und echt cool, wie du auch viele inspirierst und das Vorbild vorangehst. Und es hat, glaube ich, deine Karriere schon immer begleitet, dass du einer der wenigen Frauen im Raum warst, aber das eigentlich immer relativ easy einfach hat akzeptiert hast und weitergemacht hast, ne? Ja. Und wahrscheinlich ist dann auch nochmal ein anderer Bund, der entsteht zwischen Frauen, gerade wenn du sagst, eben vielleicht 15%, aber wenn du mal mit einer quatschst, dann ist es umso cooler und dann ist vielleicht auch das Vertrauen und die Beziehung, die draußen entsteht, noch einmal ein bisschen tiefer, weil man so irgendwie, ja, eine von uns, so komisch das klingt, aber wenn du natürlich in der Minderheit bist, dann muss man sich auch gegenseitig supporten, um weitere dazu zu holen und zu inspirieren. Ja, das ist echt vielleicht noch zwei Sachen irgendwie dazu, weil ich finde Frauen, ich kenne zwei richtig gute Instagram-Channels, die heißen einmal Boys Club und ich glaube, boah, jetzt habe ich es vergessen, irgendwas mit Crypto Witches oder so, und ich finde, die machen
auch von der Präsenz her, die machen so geilen Content für vor allem eben für Frauen, die jetzt in die Szene einsteigen, aber auch irgendwie so Community Building. Und ich finde, so wie sie sich präsentieren auch, ist das einfach nochmal deutlich kreativer als alles, was ich vorher bei so Männer oder von Männern geführten Communities gesehen habe. Das kann sich natürlich jetzt auch noch im Zuge der Zeit ändern, weil der Web3-Space für deutlich mehr Leute interessanter wird. Aber ich werde es auf jeden Fall verlinken an alle Frauen, die jetzt zuhören. Checkt unbedingt diesen Content aus. Ich finde das so sympathisch, wie die das machen und wie die einen auch an die Hand nehmen und vermeintlich schwere Begriffe wirklich einfach runterbrechen. So ein bisschen das, was wir ja auch hier mit dem Podcast versuchen, so alles ein bisschen in den Kontext zu stellen. Genau, das nochmal dazu. Und ja. Nice. Jetzt abschließend zur NFT-Konferenz. Gibt es irgendwie noch Learnings, die herausgestochen sind, die du mit uns teilen möchtest, die du jetzt auch nochmal, die vielleicht deine Sicht auf den Space nochmal verändert haben? Ich bin von mir selbst überrascht gewesen, wie einfach mir so Netzwerken fällt und einfach mit irgendwelchen Leuten über das Thema sprechen, was uns dann alle doch irgendwo auch vereint. Und wie schnell man dann doch irgendwie Freunde in Anführungszeichen findet. Also ich habe am ersten Tag irgendwie eine Handvoll Leute kennengelernt und die nächsten 24 Stunden mit denen verbracht, sind auf die Partys gegangen, auf die Events. Und ansonsten, dass ich einfach mehr Bock habe, auf solche Events zu gehen, können auch kleinere Community-Events sein. Mir macht einfach dieser Austausch super viel Spaß. Und was ich dann auch nochmal an der Stelle erwähnen wollte, jetzt switche ich so ein bisschen, dass ich auch auf jeden Fall auch Bock habe, jetzt nochmal bewusst deutlich mehr Gäste in diesen Podcast zu holen. Ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt, die halt alle irgendwie gut in ihrer eigenen Bubble sind und die haben mir ihre Geschichten erzählt, aber es wäre wahrscheinlich auch spannend für die Zuhörerschaft hier zu hören, was es denn eigentlich für andere Menschen in diesem Space gibt, außer die verrückten Crypto-Kids vom NFT-Studio und W3-Fund, sondern dass es halt auch noch andere Leute gibt, die vielleicht schon seit Anfang dabei sind und so ihre verrücktesten Ape-Stories oder Frauen, die in den Space gekommen sind, auch nur durch Zufall oder Leute, wirklich alles Mögliche. Und würde jetzt auch hier nochmal so den Aufruf starten, dass wer auch immer Interesse hat, also ein bisschen Content zu machen und auch hier in dem Podcast zu Gast sein möchte, reach out, please. Ich habe angefangen, schon eine Liste zu führen, aber ich würde jetzt auch einfach mal wirklich anstoßen, dass wir da jetzt nochmal mehr Leute mit dazu holen und die Möglichkeit geben, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und im Zuge dessen wir jetzt auch vom W3-Fund natürlich mehr Community-Events anstoßen möchten. Die heißen W3-Pizza, ganz cooler Name. Das sind regelmäßige Events, die jetzt stattfinden sollen, ich weiß nicht, auf monatlicher Basis bei uns im Büro. Da werde ich jetzt auch anfangen, die ersten Announcements zu machen und Einladungen rauszuschicken, dass wir halt auch wirklich vor allem jetzt erstmal in Berlin natürlich die richtigen Leute zusammenführen, weil es eben noch nicht so viele Communities gibt und die auch noch nicht besonders groß ist. Aber ich wirklich als größtes Learning nochmal abschließend rausgezogen habe, der Space ist so fucking groß. Ich darf das sagen. Okay, ja, der Space ist so groß. es gibt so viele Möglichkeiten, so viele inspirierende Leute und es sind alles, es ist nicht nur NFTs gleich JPEGs, sondern eigentlich eher schon so Web3, neue Technologie, neue Leute, neues Mindset und davon sollen wirklich alle profitieren, die da Bock drauf haben. Nice, W3 Pizza. Richtig nice. Jetzt Covid ist rum, jetzt gibt es Events und ich glaube, da sind die Leute auch echt hungrig drauf. No pun intended. Wahrscheinlich wird es aber auch Pizza geben. Und ja. Ist das dann mit Kapfen, die Kollabo? Ja. Natürlich. Ich muss doch erstmal den Leuten zeigen, hier, das ist die Pizzeria, mit der wir das erste Pizza-NFT gemacht haben. Das ist alles Branding, Kreislauf. Kreislauf, der Kreis schließt sich. Richtig nice. Ja. Dann gibt es vielleicht auch die nächsten Pizza-NFTs, who knows. Who knows. Erster W3-Pizza-Event ist am Ende April, ne? 29. Genau. Wir tackeln den 26. an. Und wie gesagt, es gibt eigentlich auch die Domain müsste ready sein. Ich werde ein paar Einladungen verschicken. Ist leider erstmal noch alles so ein bisschen limitiert, weil unser Office nicht so groß ist. Aber es kann sich theoretisch auch erstmal jeder drauf registrieren. Und dann checken wir das ab und versuchen halt alle irgendwie die Zeit und Lust haben, da unter einen Hut zu bringen. Wichtig ist einfach nur, dass man in irgendeiner Form Web3-Bezug hat. Sei es irgendwie ein starkes Interesse oder man arbeitet in dem Space.
Weil das vor allem fürs erste Event wichtig ist, eben diese Leute zusammenzuführen. Aber weiß nicht, wir können auch nochmal, ich kann auch nochmal einen LinkedIn-Post vielleicht zu machen oder das irgendwie nochmal besser kommunizieren, aber genau. Ja, es ist, da kommen auf jeden Fall noch Posts dazu raus, da bin ich mir sicher. Und ich meine auch für alle, die das vielleicht auch schon mitbekommen haben oder auch noch nicht, wenn ihr im Discord drin seid von W3, dann habt ihr sicher auch Priority Access zu solchen Events, beziehungsweise seid ihr sicher auch die Ersten, die davon erfahren, wenn sowas ansteht und euch da auch anmelden könnt, beziehungsweise bewerben könnt, weil es wahrscheinlich doch auch ein kleiner Space ist, wo nicht hunderte Leute rein können auf einmal. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, werde sicher selber auch im Start sein. Und ja, schreibt uns auch, was ihr euch so wünscht von Events. Was findet ihr nice? Speakers? Ist es mehr Netzwerken, was euch wichtig ist? Wollt ihr lernen? Wollt ihr Content kreieren können da auch? Vielleicht Live-Podcast mal eine Session machen da, wäre auch cool. Also wenn ihr da Ideen oder Impulse habt, schreibt uns die gerne. Und wenn ihr Gastideen habt, dann schreibt uns auch gerne auf LinkedIn oder im Discord. Und in diesem Sinne, gibt es noch Projekte vielleicht von der Konferenz, die du vorstellen möchtest, die dich beeindruckt haben oder irgendwie noch abschließende Worte, bevor wir zum nächsten Thema übergehen? Ja, vielleicht nur so drei Sachen. Und zwar kann ich jedem, der sich so ein bisschen mehr mit NFT-Projekten auseinandersetzen möchte, die Plattform NFT Go empfehlen. Die ist auch umsonst, deswegen kann ich das jetzt hier mal so präsentieren. Das ist eine richtig geile so Analytics-Plattform, die euch halt so alle möglichen Informationen über die einzelnen Drops gibt und die meisten davon sind halt auch verifiziert. Also da kommt nicht einfach jedes Projekt drauf. Das heißt, man findet auch nicht jedes Projekt, aber all die Projekte, die halt wichtig sind und irgendwie eine Relevanz im Space haben, halt schon. Ist gar kein Paid Advertisement hier, ne? Also ich benutze die halt selber privat auch. Immer wenn ich mir... ja, wenn ich mir die Holder-Anzahl oder All-Time-Highs von NFT-Drops anschauen möchte, benutze ich eigentlich das, weil es auch super user-friendly ist. Und ich habe mich mit der Marketing-Chefin auf der Konferenz unterhalten und die hat selber auch gesagt, dass die jetzt anfangen, immer mehr Layer Ones zu onboarden. Also gerade ist es nur Ethereum und, ich glaube Solana. Aber die sind auch relativ klein, was das angeht und möchten jetzt halt expandieren. Und dann ein richtig cooles Metaverse-Projekt, was vielen wahrscheinlich noch gar nicht bekannt ist, weil deren Marketing halt einfach schlecht ist, wie die selber auch sagen, ist OVR, also OVR. Die arbeiten halt ziemlich viel mit Augmented Reality und sind technisch halt auch echt schon super weit. Ich kenne die auch schon, seit ich angefangen habe mit NFTs. Aber basically kannst du dir, ist halt irgendwie so, die ganze Welt ist gescreent, kann man so sagen. Und in Berlin kannst du dir beispielsweise einfach Straßen als NFTs kaufen auf dieser Plattform und die dann halt so schmücken, wie du möchtest. Zum Beispiel habe ich jemanden kennengelernt, der hat sich halt in Berlin so eine Hauptstraße gekauft und also in dieser App und baut da halt jetzt seine Galerie drauf. Und das heißt, wenn die Leute dann mit dem Handy da so durchlaufen, also entweder man ist vor Ort, das ist natürlich nochmal cooler, man kann das aber auch als Experience einfach nur so auf dem Handy, kannst du halt so AR-gesteuert da rumlaufen und dir halt anschauen, was die Person, die dieses Land als NFT gekauft hat, da drauf platziert hat. Da ist man auch total frei und offen in der Ausführung. Und nächster Step ist dann natürlich auch VR. Wie soll es auch anders sein? Aber echt von der Technologie ein ziemlich fortgeschrittenes Projekt. Nur halt einfach überhaupt nicht auf dem Radar von vielen Leuten. Und eine Sache, die interessant für Fußballfans sein kann. Ich habe mich mit dem Typen von One Football unterhalten. Und für alle, die NBA Top Shots kennen, wo du halt so Best Moments in Videoformat als NFT kaufen kannst. Bei NBA Top Shots ist es halt Basketball. Das gibt es jetzt auch für Fußball, beziehungsweise soll es auch für Fußball geben, dass du eben auch diese Fußballmomente, irgendwelche krassen Tore oder, bin da jetzt auch kein Experte, was man da halt so für geile Highlights hat, dass die eben auch als NFTs erworben werden können und du dann halt als Fußballfan irgendwie die geilsten Momente von, Cristiano Ronaldo oder Messi sammeln kannst. Die sind auch gerade in der Launchphase, also die droppen bald, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde mal diese drei Projekte auch in den Shownotes verlinken. Aber das ist so das, was mir am meisten hängen geblieben ist, tatsächlich. Und ja, das war's so. Cool.
Jetzt animierst du Leute dazu, wenn sie sich in Person treffen, direkt ihr Projekte zu pitchen, weil sie hier Shoutouts kriegen auf dem Podcast. Aber ja. Spannende Cases. Ja. Spannende Cases. Und ja, ich glaube allgemein jetzt auch abschließend zu dem Thema Konferenzen. Ich meine, eben Hendrik ist auf Bitcoin Miami, das ist gerade ein Riesending. Auch Felix vom Fund ist da. Das heißt, vielleicht müssen wir dann nächste Woche oder einfach in naher Zukunft nochmal Hendrik und auch Nate dazu holen, um über ihre Konferenzerfahrungen zu sprechen. Vielleicht dann nochmal einen W3 Vision Talk zu machen, die Konferenz von euch, die bald kommen wird. Hast du, vielleicht ist auch random, ist mir in den Sinn gekommen, weil du gerade über Projekte gesprochen hast. Hast du von diesem Projekt mitbekommen, Steppen, wo du Spazieren, fürs Laufen bezahlt wirst? Also vielleicht auch so wirklich ein Projekt, wo wirklich deine Aktivität im echten Leben belohnt wird. Ja, ich habe tatsächlich, das ist irgendwie auch gerade so eine Hype-Blase, die um dieses Projekt herum entstanden ist. Ich habe mir da jetzt auch die letzten Tage viele Videos dazu angeschaut, weil ich das als passionierte Läuferin natürlich auch super spannend finde. Es ist halt tatsächlich so, dass du bei Steppen, ist auch echt eine geile Website, alles schon sehr, sehr schön gemacht. Du musst dir halt natürlich ein NFT erstmal kaufen, um so, ich sag mal, diesen ganzen Move-to-Earn-Prozess zu unlocken. Und das NFT kostet halt auch, glaube ich, so $1,000 umgerechnet. Das finde ich halt ein bisschen blöd für jede Privatperson. Aber basically, du kaufst dir dieses NFT, das ist ein Schuh, wenn ich mich nicht irre. Und dann immer, wenn du halt laufen gehst, ich glaube, das ist wirklich nur Joggen, weil da ist so ein GPS-Ding in der App integriert und du musst halt eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen, um aktiv auch zu earnen. Dann kriegst du halt einfach für jeden Run, was weiß ich wie lange, kriegst du halt einfach Tokens. Und wie das dann irgendwie im Tokenomics-Kreislauf aussieht, habe ich noch nicht komplett geblickt. Es gibt zwei Token, ein Governance-Token und ein den du dir halt verdienst, Token, so In-Game-Currency, und dann kannst du halt deine, weiß nicht, deine Schuhe upgraden oder generell irgendwie dein Level. Ich frage mich, ob es da irgendwie noch anderweitig Incentives gibt, weil ich mich halt bei solchen Sachen dann immer frage, okay, aber wo ist dann, also wer handelt dann diese Token, was willst du halt damit machen? Muss aber auch fairerweise sagen, ich habe mich noch nicht so in der Tiefe eben damit beschäftigt, sondern fand es überhaupt erstmal ganz cool, dass du, wenn du joggen gehst, einfach Geld verdienen kannst. Also das ist doch so geil, Move to Earn. und ich kann es mir gerne mal für die nächste Podcast-Folge nochmal genauer anschauen. Ich habe es eh in meiner Agenda drin, in meiner Projektanalysieren-Agenda. Und da können wir vielleicht auch nochmal in der Tiefe darüber sprechen, weil das ja auch einfach etwas ist, was wahrscheinlich für viele Leute interessant ist, die sich auch gerne sportlich ausüben. Auf jeden Fall das Joggen und auch Laufen gehen seit der Pandemie auch ein wichtiger Bestandteil meines Alltags geworden. Ich habe jetzt die Website nochmal durchgescrollt, also echt schön aufbereitet. How to make your steps count, die Headline hier. Und dann lass uns das gerne noch mal in einer separaten Folge aufgreifen. Ist mir auch jetzt spontan in den Sinn gekommen, als du gerade über Projekte gesprochen hast. Und ja, es war crazy, wie immer jetzt mehr auf den Markt kommt. Das ist wirklich, ich glaube, wir sind wirklich vor der Mass-Adoption jetzt da. Und ich meine, auch bei diesem Projekt Sequoia ist wieder einer der Investorengruppen, die Geld reinbuttern. Also alle großen Player sind auch wirklich in diesem Space drin. Ey, nochmal eine random Headline, die ich jetzt aber trotzdem auch erwähnen muss. Hat nicht direkt mit NFTs zu tun. Aber wir alle kennen Elon Musk. Und hast du mitbekommen, dass Elon jetzt 9%, glaube ich, von Twitter gekauft hat und jetzt Boardmember wird? Ja, der hat sogar mehr Prozente als Jack Dorsey. Ja, ist crazy. Jack hat sich auch rausgezogen, der ist ja nicht mehr CEO, sondern ist jetzt all in bei Block. Früher hieß das Square. Und ist aber, glaube ich, ganz gut mit Elon. Die mögen sich. Jack Dorsey hat auch in der Vergangenheit mal getweetet, dass er ein Elon-Supporter ist. Als er gefragt wurde, ob Elon crazy ist, ob der spinnt, hat er gesagt, ja klar, aber du musst ein crazy Spinner sein, wenn du Dinge so umsetzen möchtest wie Elon. Und dass er ihn in jeder Hinsicht unterstützt. Und jetzt hat Elon mehr Shares als Jack, der Gründer von Twitter. Und da bin ich auch gespannt, was draußen steht. Ich meine, eine der wichtigsten Plattformen, wenn es darum geht, zu kommunizieren, und wenn du auf Twitter groß bist, dann bist du auf der Welt groß. Also es geht einher mit einfach Macht und Einfluss. Als Trump Präsident wurde, war er einer der größten Accounts auf Twitter. Und jetzt ist Elon einer der größten Accounts. Und jetzt da noch im Board Member zu sein,
selber auch ein Bitcoin-Fan, zumindest hat er das in der Vergangenheit so kommuniziert, sicher kryptoaffin. Ist gar nicht so weit weg eigentlich vom Web3-Space. Ich meine, Elon Musk ist ja, Tesla hat ja viel Bitcoin und Elon Musk ist ja auch Dogecoin-Supporter. Und wer weiß, wenn er da ein bisschen mehr Entscheidungsmacht hat, wie sich das eben auf diesen Meme-Coin auswirken kann. Und dazu kommt ja auch noch, dass dieses, ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, diese Tochtergesellschaft von Twitter, Blue Sky, es soll ja auch so das dezentrale Twitter werden. Also ich meine, ganz Krypto, die Community ist auf Twitter. Die Brücke kann man da auf jeden Fall schon schlagen. Und ich bin auch mal gespannt. Ich find so Moves einfach richtig cool. So, er wollte da, ich glaube, die ganze Diskussion hat angefangen, dass er einen Edit-Button haben wollte. Also irgendwie Twitter-Posts im Nachgang editieren, was irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich sein soll. Und dann auf einmal hat er sich, weiß nicht, für 3 Milliarden umgerechnet ein paar Shares geholt. So. Ist jetzt Board-Member, ja, kann da aktiv mitwirken und hat wahrscheinlich die Szene nochmal angehetzt. Ich finde auch, er hat total einen an der Waffel. Er war auch im KitKat übrigens vor 2 Wochen, falls du das mitbekommen hast, hier in Berlin. Doch. Ja, der war im KitKat und im Sisyphos einfach. No way. Ja, crazy. Mit so einer Zorro-Maske. Also erzähl kurz den Leuten, was das KitKat ist. Vielleicht, dass sie auch verstehen, wie wild also, das auch ist. KitKat ist so ein, ja, sehr, ich sag mal, ein sehr freizügiger Club hier in Berlin. Ich meine, wir haben in Berlin auch... Ja, ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ja, wir haben halt eine ziemlich krasse Clubkultur hier in Berlin und KitKat gehört auf jeden Fall so zu den Top-Clubs, wo du auf jeden Fall auch ziemlich offen rumlaufen darfst, auch gerne nackt, ist eigentlich egal. So, was und musst, um überhaupt reinzukommen, oder? Ja. Also normal angezogen kommst du da nicht rein. Beziehungsweise du kommst da rein, normal angezogen, aber du musst halt deine Klamotten dann abgeben, so kann man es sagen. Genau, er war auf jeden Fall da, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit, ich meine, er hat ja jetzt auch hier die Gigafactory in Brandenburg und ist wahrscheinlich jetzt auch öfter hier in Berlin mal zu sehen. Und ja, einfach nur Fun Facts hier so am Rand, jetzt, das hat jetzt eigentlich nichts mit Web3 zu tun, aber hat wahrscheinlich das ein oder andere Schmunzeln bei den Zuhörerinnen und Zuhörern herausgekitzelt. Ich meine, es ist halt schon im Zeitgeist dieser Web3-Szene, dass eben das Twitter-Leben, die Persönlichkeiten, die ihre Narrative vorantreiben und die halt von allen wahrgenommen werden, die auch so ein bisschen, ich glaube, Elon hat das auch mal gesagt, if you dominate the memes, you dominate the world oder so, something like that. Das heißt einfach so, Memes bestimmen die Welt, bestimmen den Zeitgeist und das hat er für sich verstanden und auch früh eingesetzt und Twitter ist für ihn die wichtigste PR-Plattform, für alle seine Firmen die wichtigste PR-Plattform und ja, es hat wirklich angefangen, dass er vor ein paar Wochen angefangen hat zu posten, hey, Free Speech, Twitter macht hier zu wenig oder macht das Twitter gut, braucht es eine neue Plattform, also da ist die Diskussion angehetzt. Das macht er auch immer gut, der startet eine Diskussion, der startet einen Diskurs, bringt die Leute an, erhetzt die Gemüter so ein wenig. Und dann kommt heraus, dass er jetzt bei Twitter eingekauft ist. Das heißt, nichts mit, ey, ich drehe Twitter jetzt den Rücken zu. Er sagt selber, wie wichtig die Plattform auch für ihn ist, sondern er kauft sich halt ein. Und das mit dem Edit-Button ist halt was ein Feature, was von vielen gefordert wird. Gibt es ja auf LinkedIn auch. Hat er natürlich dann auch sich zunutze gemacht und dieses Thema, was viele beschäftigt, auch angesprochen. Und hat dann eine Umfrage gemacht auf Twitter mit, wollt ihr einen Edit-Button, ja oder nein? Und hat bewusst die Möglichkeit, die Auswahlmöglichkeiten falsch geschrieben. Das heißt, jetzt steht halt irgendwie ja, ist irgendwie falsch geschrieben, nein ist falsch geschrieben. Oder es hat auch wieder, ne, there's layers to this. Extra falsch geschrieben, hätte er einen Editier-Button, dann könnte er das auch ändern. Kann aber leider nicht. Und das heißt auch hier direkt halt, ne, also er hat das Spiel schon verstanden, ob der Editier-Button wirklich ein gutes Feature für die Plattform wäre oder auch eine Gefahr eher und ob er das auch wirklich will oder nur als Marketing-Gag für sich nutzt, ist nochmal eine andere Frage, weil letzte Sache zu dem Thema, da können wir wieder über NFTs sprechen, aber wenn du einen Editier-Button auf Twitter hast, dann bedeutet es ja auch, wenn ich jetzt einen viralen Post veröffentliche oder einen viralen Post habe, dann kann ich im Nachgang einfach den Inhalt ändern und das ganze Engagement bleibt ja da. Das heißt, das ist so eine Kritik am Editier-Button, warum das wahrscheinlich auch nicht eingeführt wird. Und des Weiteren ist es auch aus datentechnischer Sicht extrem aufwendig, wenn du
einen Post editierst und der in hunderttausenden Feeds bereits ausgespielt wurde und noch ausgespielt wird, dann stell dir mal vor, was das auch datentechnisch für ein Aufwand ist, das in all diesen Datenbanken, all diese Datensätze anzupassen. Das heißt, es ist auch ein Riesenvolumen, das technisch halt auch schwer umzusetzen ist und wahrscheinlich für unnötigen Aufwand sorgt. Von dem her wird es wahrscheinlich nicht passieren und vielleicht will Elon das auch gar nicht. Aber darum geht es gar nicht, sondern er spricht es einfach an. Ne? Und ja, also wilder Charakter und ich glaube auch für alle, die im Web3-Space sind, doch auch eine Person, die man gerne beobachtet und die halt auch den Markt stark beeinflussen kann und auch tut. Anyhow, wenn wir schon von Headlines sprechen und News, dann lass uns gerne auch wieder über NFT-News sprechen. Und zwar hat Samsung hier veröffentlicht, dass sie ihre TVs als Pfad, als Tor für NFTs einsetzen möchten. Kannst du dazu mal was sagen? Also was hat Samsung hier genau vor? Gateway to NFTs, what does that mean? Ja, das haben die auch schon vor ein paar Monaten tatsächlich geteasert und jetzt scheint es wirklich ausgereift zu sein. Also ich habe mir irgendwie so diesen Teil in deren Promo-Video angeschaut, wie das funktionieren soll. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, aber also voll random, aber okay. Und zwar ist es ja so, wenn du auf einem Samsung Smart TV irgendwas guckst, sei es Netflix oder sowas, dann machst du mal eine Pause. Dann kannst du ja so Wallpaper, Bildschirmschoner auswählen oder generell irgendwas für dein Ambiente. Du musst ja nicht was gucken, du kannst auch so ein Lagerfeuer, jeder kennt es ja irgendwie so, als Wallpaper hinzufügen und dann bewegt sich das so. Und in diesem ganzen Prozess wollen die jetzt eben auch NFTs integrieren und kooperieren dazu mit Nifty Gateway. Das ist auch ein ziemlich oder immer bekannter werdender Marktplatz, der sich, was ich so, deren Main USP ist eigentlich, dass die ziemlich einfache Payment Option haben, keine Gas Fees und einfach zu benutzen sind, anders als jetzt OpenSea beispielsweise auch. Also so, ich sag mal, der Marktplatz für Mass Adoption, vor allem aber eben bekannt in den USA oder bekannter in den USA. Und du kannst jetzt mit dem neuen Samsung Smart Hub, wie auch immer dieser Fernseher heißen wird, eben auch auf dem Fernseher auf diesen Marktplatz gehen, die NFTs kaufen und die dann halt als Bildschirmschoner oder Kunstvisualisierung nutzen. Was eigentlich ganz cool ist, wenn du zum Beispiel deinen Fernseher einfach nur als digitalen Bilderrahmen für ein geiles NFT verwenden möchtest, auch nicht schlecht. Aber das ist so, ich sag mal so, der Outcome aus dem Artikel, den ich gelesen habe. Aber eigentlich auch ganz cool, dass die das halt auch versuchen, jetzt eben auch auf einer anderen Ebene für Leute zugänglich zu machen. Und NFTs jetzt eben auch einfach, du besitzt dann halt als einzige Person das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, in Form von einem NFT. Und das ist, ich denke mal, ganz cool und bin mal gespannt, wie die vielleicht auch noch weiter als große Company mit NFTs arbeiten werden. Ja, und all diese NFTs werden ja auch von Menschen entwickelt. Die Ideen kommen von Personen, von oftmals auch Creatern. Und da hat sich Visa auch zur Mission gesetzt, eben solche Creator zu supporten. Was hat es mit dem Programm, was sich für NFT-bezogene Unternehmer konzentriert, von Visa auf sich? Was macht Visa in dem Space? Also ich meine, jeder hat bestimmt schon mitbekommen, dass Visa letztes Jahr auch einen CryptoPunk gekauft hat. Also auch ziemlich früh viel Interesse und Empathie dem Space gegenüber gezeigt hat. Und dementsprechend ist das auch gar nicht so weit hergeholt, dass die jetzt sagen, okay, wir launchen jetzt so ein Programm für, sie nennt es NFT-Focused Entrepreneurs, wo sie einfach verschiedene Leute, vor allem eben aus diesem Creator-Economy-Space, die Möglichkeit geben, in Form von Workshops und Talks und interaktiven Sessions mehr mit dem Space vertraut zu werden und welche Möglichkeiten es dadurch gibt. Und ich glaube natürlich auch alles voll auf Marketing-Ebene für Visa, weil spätestens, wenn man irgendwo mit Kreditkarte für NFTs bezahlen kann, wird Visa sehr, sehr weit vorne mit dabei sein. Und finde ich eigentlich ganz cool, nur um die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. So die Headlines, die wir jetzt vorlesen, haben alle was so ein bisschen mit Mass Adoption zu tun und gehen so ein bisschen weg von diesen NFT-Extremen, sondern eher, hey, da sind jetzt große Unternehmen oder in der nächsten Headline auch große Länder, die sich jetzt immer mehr für den Space interessieren und versuchen, das anderen Leuten zugänglich zu machen. Und ich finde es echt voll cool von Visa, dass die halt sagen, ey, das ist NFTs, vor allem NFT-focused,
keine Scams, sondern hey, man kann das auch als Creator für sich benutzen. Und ich meine, da haben die auch als einen Satz in ihrem Artikel geschrieben, the creator economy has an estimated market size of more than 100 billion, was einfach eine immens hohe Summe ist und wir immer noch früh genug sind, als dass sich Leute aus Musik, Kunst und Fashion, Film eben in diesem Space einbringen können und von einer Company wie Visa da an der Hand genommen werden, finde ich echt auch mega, mega cooles Announcement. Ja, auch spannend, weil Visa ja in Vergangenheit oder auch heute noch eigentlich eine Firma ist, die von diesem alten Finanzsystem abhängig ist. Ne? Das heißt, die leben ja davon, ihr Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir über Kreditkarten Transaktionen machen oder allgemein Transaktionen gemacht werden und sie halt eine Fee dafür nehmen. Und wenn jetzt dezentral auf einmal Kryptowährungen auf den Markt kommen, wie schafft es dann auch Visa relevant zu bleiben oder muss dann das Geschäftsmodell umdenken? Es wird dann oft gesagt, Visa wird es nicht schaffen, das zu adaptieren, weil sie auch noch zu krass in diesem alten System verstrickt sind. Von dem her mal gucken, ob das jetzt mehr auch ein Tool ist für sie, um halt am Ball zu bleiben und vielleicht die Evolution, wie wir sie uns wünschen, zu verlangsamen. Dann auch wieder die Frage, wie dezentral ist Web3 wirklich, wenn so ein Player wie Visa und all diese großen Companies aus der alten Welt halt jetzt auch diesen Space für sich claimen, sagen, wir supporten NFT-Unternehmer, wir supporten Web3, aber wir haben immer noch die Kontrolle über das, was wir beeinflussen, ne? Und das ist noch relativ viel zurzeit. Aber gucken, ja, große Firmen sind dabei, du hast gesagt, große Länder sind auch dabei und versuchen, den Space für sich zu claimen. Und konkret sprichst du da auf die United Kingdoms an, ne? Also was genau hat die UK hier verkündet? Hey, also es gibt noch nicht so super viele tiefe Informationen, einfach ein paar Stichpunkte, die ich aus ein paar Artikeln gesammelt habe, aber das alles auch so ein bisschen belächelnd gelesen habe. Ich meine, die UK ist ja nicht mehr in der EU und dementsprechend auch nicht von den ganzen harten Gesetzen betroffen, die jetzt gerade in Ausschau stehen, nämlich dass man eben auch Hardware-Wallets und eigentlich alle Non-Custodial-Wallets verbieten möchte, beziehungsweise die eben so anpassen, dass man halt auch jede Transaktion irgendwie aufschreiben, eintragen muss. Das hatten wir im letzten Newsletter auch nochmal als Artikel mit eingebracht und ich glaube, wenn es da mehr Informationen gibt, würde ich darüber nochmal sprechen. Zurück zu UK. Die wollen jetzt irgendwie so das Global Crypto Asset Technology Hub werden. Total random. Ich weiß nicht, ob die da vorher schon irgendwas geplant hatten, aber ich habe jetzt einen Artikel gelesen, da gab es mehrere Stichpunkte, und zwar, dass die halt Stablecoins regulieren wollen. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ich finde halt jeden Push irgendwie in die Richtung von konstitutionellen Unternehmen oder Ländern eh ganz cool, dass die jetzt auch NFTs auch wirklich Länder über, also ich weiß nicht mal, wie es schreibt, das Land möchte repräsentativ NFTs minten. Wahrscheinlich so ähnlich wie die Ukraine das halt auch gemacht hat, um eben Geld zu sammeln. Weiß ich jetzt nicht, was die Intention von der UK ist. Aber ja, das ist eigentlich eher so eine kurze Headline gewesen, die ich mal so mit dem vergleichen wollte, was eigentlich gerade hier in Europa passiert. Dass die eigentlich sagen, jo, wir wollen jetzt mehr Richtung Krypto gehen, das verstehen. Klar, vielleicht das auch irgendwo regulieren, aber da könnten wir wieder ein ganz anderes Fass aufmachen, wie wichtig Dezentralisierung eigentlich ist und wie die breite Masse die Technologie für sich nutzen kann, wenn sie denn nicht reguliert ist. Ist, wie gesagt, nochmal vielleicht ein anderes Thema, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass die dem so offen gegenüber sind, genauso wie Visa und Samsung auch sehen, das ist einfach ein wichtiges Thema, es wird immer relevanter, es hat seine Vorteile, wenn man das auf die technologische Basis runterbricht. Und wir versuchen zumindest, da offen für zu sein, verschiedene Sachen auszuprobieren. Global Crypto Asset Technology Hub, weiß jetzt auch nicht, wie das aussehen soll. Aber das werden wir auf jeden Fall auch hier im W3 Talk und W3 Fund auch weiterhin beobachten. Ja, auf jeden Fall. Das Wichtigste im ersten Schritt immer sagen, dass du das Hub wirst für Krypto und Web3. Das ist das Playbook für alle. wenn ihr was vorhabt, wenn ihr Aufmerksamkeit möchtet oder Talente anziehen möchtet, dann sagt einfach, dass ihr das Hub dafür werdet. Aber wie du gesagt hast, ich habe auch nochmal reingeguckt, so beispielsweise überlegen sie auch Blockchain-basierte Anleihen über die Regierung dann auch anzubieten, also klassische Bonds. Also das ist auch ein spannender Use Case, oder dass halt auch Manager von großen Funds
halt eher incentiviert werden als benachteiligt werden, wenn sie auch Kryptowährungen in ihr Portfolio mit aufnehmen. Das heißt auf jeden Fall crazy. Also mittlerweile kann man überhaupt noch an Krypto per se und Blockchain zweifeln. Das ist ja wirklich jetzt alle großen Player sind dabei, ne? Also von dem her, es geht wirklich in die Richtung Massenadoption und etwas, was Massenadoption auch vereinfachen würde, ist auch den Einstieg in NFTs zu vereinfachen, weil wenn ich heute ein NFT kaufen möchte, dann muss ich eine MetaMask-Wallet anlegen oder eine Phantom-Wallet, wenn ich Solana-NFTs kaufen möchte. Dann muss ich auf Coinbase gehen, muss mir da Krypto kaufen und dann die Kryptowährungen auf das Wallet rüber senden, um dann das Wallet an OpenSea zu connecten und dann auf OpenSea den NFT zu kaufen. Und Visa hat ja dazu mal gesagt, dass sie mit Coinbase, glaube ich, hieß es ja, eine Kollabo machen, ne? Dass man dann direkt über Kreditkarte auf der Coinbase NFT Marketplace, dass man da dann NFTs kaufen kann. OpenSea hat jetzt aber auch gesagt, dass das eine Option ist. Also nicht OpenSea selbst, sondern MoonPay, dass man jetzt bald mit der Kreditkarte NFTs kaufen kann, was natürlich auch wieder in Richtung Massenadoption geht und einfach ja, die User Experience so einfach wie möglich zu halten. Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Worte zu verlieren? Ja. Also für alle, die von MoonPay noch nichts gehört haben, MoonPay ist irgendwie so ein Name, der immer im Zusammenhang mit großen Einkäufen im NFT-Space, vor allem eben für Promis, zusammenhängt. Also jeder gefühlt Justin Bieber, Eminem, Madonna, wie sie alle heißen, die Schlagzeilen gemacht haben durch ihre wilden Ape-Käufe, haben das über MoonPay gemacht. Das ist irgendwie... Es ist eigentlich so ein Payment-Company-Service, der ist aber auch vor allem reichen Leuten, und das haben die wirklich auf ihrer Website geschrieben, halt vereinfacht möglich machen möchte, NFTs zu kaufen. Und ich glaube, die haben das jetzt so ein bisschen auch ausgeweitet, dass man MoonPay jetzt eben auch benutzen kann oder den Service von MoonPay, um ganz normal über eine hinterlegte Kreditkarte NFTs auf OpenSea zu kaufen. Ist noch nicht öffentlich, ist jetzt aber groß angekündigt worden. Und ich vermische das jetzt mal mit dem Thema, was wir eigentlich für danach angesehen haben, nämlich dass OpenSea Solana-NFTs integriert. Von OpenSea generell gerade viele Big Moves. Die wurden ja bis vor kurzem eigentlich noch immer stark kritisiert, haben jetzt aber super viel Funding bekommen und ich glaube stocken auch HR-mäßig gerade richtig auf und haben da spannende Projekte in der Pipeline. Und ich meine, es ist einfach normal, dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, dass Leute eben nicht mehr diesen komplizierten Weg über MetaMask und Crypto-Exchanges gehen wollen, der super user-unfreundlich ist, und ich das jetzt nicht meiner Mutter oder meinem Vater zutrauen würde, diesen Weg zu gehen, sondern es einfacher fände, wenn Leute, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, verständlicherweise und nicht die Zeit haben, das einfach über Kreditkarte machen können. Also NFTs über Kreditkarte kaufen ist die Zukunft, und Leute können sich immer noch dafür entscheiden, es über MetaMask zu machen, aber da hat halt MoonPay sich zumindest schon bei dem größten Marktplatz der NFT-Szene gut positioniert. Und ganz kurz Stopp, Marvin, da kann man vielleicht kurz schneiden. Ich muss meinen Laptop aufladen. Ich habe auch nur noch 18%, kriegen wir, glaube ich, gerade noch so hin. Aber statt einen Cut zu machen, vielleicht auch nochmal meine Erfahrung mit MoonPay. Ich habe tatsächlich MoonPay benutzt, um mit der Phantom Wallet Solana zu kaufen, relativ easy. Das heißt, ich hatte da eine Phantom Wallet erstellt, um dann auf Fractal, das ist dieser NFT-Gaming-Marktplatz für Solana-Projekte, um da halt zu partizipieren an einem Mint, brauchte ich Solana und die Phantom Wallet. Und ich habe dann auf der Phantom Wallet über MoonPay mega easy mit meiner Kreditkarte Solana gekauft. Und dann konnte ich direkt an diesem Mint teilnehmen. War zwar nicht erfolgreich, ich habe, das war diese Story mit diesem Gaming-NFT von diesen Spartanern, weil ich in irgendeiner Episode 6 oder so drüber gesprochen habe, aber MoonPay habe ich so genutzt, und ja, von dem her ist sicher ein ernstzunehmender Player und auch schon ein funktionierendes Produkt. Auch Post Malone dazumals hat ja ein Bored Ape gekauft, das war auch so große News zu Beginn, als Bored Apes gerade erst aufkamen, und das war es dann auch halt auch so, okay, cool, ne? Er hat NFT gekauft, aber eigentlich hat er nur seine Kreditkarte benutzt, um halt die Anrechte an diesem JPEG zu kriegen. Und so viel technologischer Fortschritt war das noch nicht. Und er hat da auch MoonPay, glaube ich, benutzt dazumals. Ja, von dem her macht da jetzt MoonPay Moves. Das heißt, es war eigentlich auch eher ein Marketing-Play
von MoonPay, um zu sagen, hey, OpenSea macht das mit uns. Also das heißt, es war jetzt nicht, dass das OpenSea schon bekannt gegeben hat. Habe ich das richtig verstanden, Vicky? Ja, genau. Sorry, ich bin hier gerade nochmal dabei. Ich muss meine Kamera wechseln, aber ich kriege das gerade nicht hin. Ich habe dir aber zugehört. Das finde ich schön. Ich kriege das einmal und ich kriege es gerade nicht hin, meine Kamera zu wechseln. Auch bei uns geht es technologisch nicht immer nur rund zu und her. Und was aber auch, also ich glaube, dieses MoonPay-Thema haben wir bereits abgeschlossen. Also da gucken wir in dem Case mal, ob MoonPay dann der Anbieter of choice wird für OpenSea und wann OpenSea ebenfalls auch wirklich NFTs über Kreditkarten zum Kauf anbietet. Führt wahrscheinlich aber keinen Weg drumherum, gerade auch wenn dann Coinbase beispielsweise über ihren NFT-Marktplatz das möglich macht, dann musst du ja, um konkurrenzfähig zu bleiben, auch deinen Nutzern die Möglichkeit geben, über Kreditkarte NFTs zu kaufen. Aber dann hat er auch wieder so ein bisschen dieses Umgehen von Krypto, dann ist es irgendwie auch wieder zentraler, als man sich das wünscht, vielleicht, wenn man noch Old Finance und Fiat-Währungen nutzt, um NFTs zu kaufen. Von dem her bin ich auch gespannt auf das Feedback der Communities dann, so wie sie das sehen. Eine Sache auch noch, weil du es vorher gesagt hast, Vicky, es ist halt wirklich auch wichtig, auch wenn man diesen großen Playern skeptisch gegenübersteht, diesen Old Finance, Old Big Corporates wie Visa oder der UK Government, auch wenn man dem vielleicht kritisch entgegenblickt, es braucht halt auch diesen Diskurs und diese Konversation, wo man sich zuhört von beiden Seiten, von diesen Diehard Web3-Enthusiasts und Krypto-Aficionados und diesen großen alten Playern, die halt immer noch mega viel Einfluss und Kaufkraft haben. Damit wir da Fortschritt machen, müssen wir gucken, dass wir auch irgendwie gemeinsam an einen Tisch sitzen und über diese Themen sprechen und gucken, wie deine Zukunft ausschaut, weil alte Dinosaurier, die werden nicht ohne Kampf gehen. Die werden auch versuchen, so lange wie relevant zu bleiben und ihren Einfluss auch beizubehalten. Und darum bin ich voll bei dir, Vicky, dass das gute Zeichen sind, dass sich diese Player damit auseinandersetzen. Man darf und soll dem auch kritisch gegenüber stehen oder das auch hinterfragen, was die Intention dahinter ist. Aber es braucht trotzdem auch eine Diskussion. Und ich denke, wenn man auch extrem sagt, nee, alles schlecht, was die machen, kommen wir auch nicht weiter. Und dann, ich glaube, Streit und Konflikt führt selten zu einem produktiven Outcome. Und von dem her, ja, finde ich cool, dass du das auch so siehst oder angesprochen hast. Und wenn wir schon von OpenSea jetzt auch noch gesprochen haben, gerade vorhin, gibt es ja auch große News, vielleicht nochmal kurz im Schnelldurchlauf, bevor du ins nächste Meeting musst, Vicky. ich habe es im Intro schon angesprochen, OpenSea bis anhin war ja ausschließlich für Ethereum-NFTs zugänglich. Ich glaube, Polygon ging ja auch noch als Layer 2 da drauf. Aber jetzt ein großer Konkurrent von Ethereum, eine andere Layer 1-Blockchain, Solana, wird jetzt auch auf OpenSea integriert. Stimmt das? Ja, und zwar geht das auch alles schon los. Also man kann jetzt schon Solana-NFTs auf OpenSea kaufen, was ich einen echt coolen Move finde. Also du brauchst aber trotzdem eine Phantom Wallet. Also das heißt nicht, dass du jetzt einfach connect mit Metamask und dann kannst du mit Zoll bezahlen, sondern du musst natürlich auch deine Phantom Wallet da connecten, aber auch das Setup ist super easy. Ich glaube, was einfach, also Solana ist letztes Jahr komplett durch die Decke gegangen, haben auch echt geile NFT-Projekte gedroppt. Auf persönlicher Ebene war es halt trotzdem irgendwie nie interessant genug, weil ich, also wenn ich mich jetzt so in den Kopf eines normalen Users hineinversetze, dann einfach keinen Bock habe, über mehrere Marktplätze, mehrere Wallets hinweg irgendwo meine NFTs zu sammeln, sondern jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, und das machen wir im Fund auch voll oft, wir gucken uns ja die Wallets von anderen Leuten an teilweise und wir gehen dafür eigentlich immer auf OpenSea, und dass du jetzt halt auch die Möglichkeit hast, die NFTs von einer anderen Plattform, also von Solana, eben in diesem einen OpenSea-Profil zu sehen. Hinzu kommt noch, dass, ich meine, Solana ist das zweitgrößte NFT-Ökosystem, und ich frage mich halt jetzt so ein bisschen, also man, wie das jetzt irgendwie, wie sich das auf die anderen Marktplätze auswirkt, die eben auf Solana sind, jetzt beispielsweise Solana Art oder Magic Eden, die jetzt im vergangenen Monat zusammengerechnet so ein Handelsvolumen von 27 Millionen US-Dollar hatten, im Vergleich zu OpenSea mit, oder nee, Quatsch, ich habe mich hier verlesen, 173 Millionen.
zusammengerechnet und OpenSea 3,4 Milliarden im März. Ob OpenSea jetzt eigentlich deren Businessmodelle komplett kaputt macht, weil die meisten Leute sind sowieso schon auf OpenSea und werden wahrscheinlich jetzt auch eher Solana-NFTs auf dieser Plattform kaufen, als jetzt auf den Solana-Native-Marketplaces. Also zusammengefasst, ich finde es cool, es wird viel mehr Leute onboarden, Solana-NFTs zu kaufen, die sich da einfach irgendwie immer zu schade waren, 2-3 Klicks mehr zu machen. Ich zähle mich dazu. Sprich, es werden auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Hürden überwunden. Und man kann jetzt die ganzen NFTs von Ethereum, Polygon und Solana eben in einem Profil sammeln. Ich bin ja eh ein Verfechter oder eine Verfechterin davon, dass wir uns alle irgendwann zumindest auch viel durch unsere Wallets definieren oder zumindest da zeigen, wer wir sind, was wir gemacht haben, und das alles in einem einheitlichen Profil zu haben, finde ich halt irgendwie schon cooler, als das irgendwie auf mehrere Marktplätze gestreut. Ja, ich bin gespannt, das ich denke auch, ist wichtig. Ich glaube, das Gefühl, auch die Solana-Community hat immer mehr Fahrt aufgenommen. Wenn ich so ein bisschen auf Twitter gucke, gibt es auch viele, die bullish und Solana sind. Jetzt sind wir auch schon gut eine Stunde dabei. Vicky, vielleicht möchtest du nur ganz kurz was zu Axie Infinity sagen und diesem wilden Hack, der stattgefunden hat. Wir haben sehr früh im Podcast auch darüber gesprochen, Axie Infinity, Play to Earn, am Anfang Riesenhype, Andreessen Horowitz investiert, Milliardenfunding oder Milliarden-Evaluation, dann auch wieder ein bisschen Downturn, weil jetzt irgendwie die Leute gar keine Freude mehr am Spiel haben, weil die Konkurrenz immer größer wird. Filipinos, die sich Häuser kaufen konnten, verdienen wieder weniger Geld, als zu Beginn der Fall war. Wo sind wir heute, gerade auch hinsichtlich Hack, was ist da passiert, was geht bei Axie Infinity? Es war eigentlich eine lustige Story und ich kann jedem auch mal empfehlen, in dem Newsletter von vor einer Woche mal zu schauen, weil wir da auch nochmal einen sehr interessanten Artikel hinzugefügt haben, der das so ein bisschen beleuchtet. Aber long story short, irgendwie 625 Millionen US-Dollar in Axie-Tokens durch einen Hack geklaut. Und das ist der größte DeFi-Hack, den es jemals gegeben hat. Also das ist über eine halbe Milliarde US-Dollar. Und das Lustige ist, dass die Firma dahinter, Sky Mavis, das erst eine Woche später gemerkt hat. Das heißt, diese ganzen News haben sich total gezogen. Das ist irgendwie passiert durch, also klar, natürlich Low Security, die Plattform, OpenSea bzw. die Chain, die Sidechain Ronin, ist halt einfach in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen, seit Sommer letzten Jahres, übertrieben schnell gewachsen. Es haben immer mehr Leute Axie Infinity gespielt und ich glaube, es ist ja auch klar, dass du, wenn du so krass skalierst, da vielleicht an bestimmten Ecken und Kanten nicht hinterherkommst. Sei es eben die Security, und die waren kurz davor, jetzt ein neues Update zu launchen, wo du halt coolere Sachen bei Axie Infinity machen kannst. Und ja, zu dem Zeitpunkt ist halt eben auch dieser Hack entstanden und jetzt ist halt das Handelsvolumen komplett eingebrochen. Ihr müsst euch vorstellen, letztes Jahr im Sommer, als ich immer bei Crypto Slam oder anderen Plattformen geguckt habe, wo das größte Trading-Volumen ist, war Axie Infinity auf der Ronin-Chain immer Platz 1, unangefochten, ganz weit oben, sind nicht mal CryptoPunks oder Bored Apes dem Handelsvolumen nahegekommen. Und jetzt durch all diese, ich sag mal, negativen Nachrichten und Headlines, nicht nur durch den Hack, sondern eben auch durch diesen falsch versprochenen Spielspaß, und bringt ja eh nichts, das zu spielen, und immer mehr Leute sind in dem Space drin, dass man eben nicht mehr so viel verdienen kann. Plus jetzt eben auch diesen Hack, haben irgendwie so das Ganze, den Ruf des Spiels leider total runtergezogen. Aber interessanterweise, um auf den Artikel zurückzukommen, den ich benannt habe, steht halt so, dass die Personengruppe oder der Hacker, wie auch immer, der diese 625 Millionen US-Dollar geklaut hat, jetzt nach und nach angefangen hat, das über die Centralized Exchanges auszucashen. Und bei Centralized Exchanges wie Coinbase, Kraken, Bitpanda musst du halt immer ein KYC machen, wo ich mich jetzt halt frage, okay, weiß man dann jetzt dann auch bald, wer der Hacker ist? Weil du kannst ja sonst dein Geld nicht rausziehen, außer du benutzt halt so Tornado Cash oder so komische Plattformen. Deswegen da auf jeden Fall gespannt bleiben, ob es da nicht irgendwie nochmal eine geile Story zu gibt, wer im Endeffekt der Hacker war oder die Hackergruppe. Aber ja, krassester Hack in der ganzen Geschichte von DeFi und Krypto. Axie Infinity crazy. Einfach. Axie Infinity, was eine Geschichte. Ja.
Cool, okay, dann lassen wir das auch so und werden auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wenn es da mehr News zu gibt. Und würde sagen, ist a Rap, GG, Vicky, echt coole Session. Zu Beginn haben wir über NFT-Konferenzen, deine Erfahrungen in Lissabon gesprochen, über eine Konferenz, die der W3 fand, das Team von W3 launchen wird in Kollaboration mit DMX. Fingers crossed, ist alles noch in the making. Wir dürfen aber schon darüber sprechen. W3 Vision wird das Ganze heißen, gibt auch bereits erste Infos auf der Webseite vom W3.fund. Dann haben wir über Frauen im NFT-Space gesprochen. Eine Eventserie, die wir starten, die der W3-Fund startet, W3.pizza, Kleinevents in Berlin. Der erste wird am 26. April stattfinden. Über Step in Walk to Earn, ein Projekt, was dich belohnt, wenn du joggst oder spazierst. Darüber haben wir gesprochen, über Elon Musk, der bei Twitter eingestiegen ist. Visa launcht ein NFT-Creator-Programm. UK wird zum Crypto-Hub, Fragezeichen. NFTs auf OpenSea, bald mit Kreditkarte. Solana-NFTs auf OpenSea und zu guter Letzt Axie Infinity Hack. Ich würde sagen, eine sehr abwechslungsreiche Folge. Vielen Dank für dein Knowledge, wie immer, Vicky. Ich habe noch 2% Akku und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wie immer. Für alle, die es letzte Woche schon mitgekommen haben oder am Anfang dieser Episode, wir haben jetzt einen Discord-Channel auch gelauncht, den findet ihr in den Shownotes oder dann auf LinkedIn unter den Postings von Vicky. Schreibt uns Feedback, Fragen, Kommentare, Podcast-Gäste, die ihr gerne sehen würdet. Und wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und bald 2000 Streams, die wir knacken, wenn wir sie nicht schon geknackt haben. Ist schon längst geknackt. GG. Darauf trinke ich gleich ein Mittagsbier in Spanien am Strand. Geil. Cool. Wäre ich jetzt auch gerne. Komm vorbei, dann machen wir noch einen IRL-Podcast in Spanien. Nice. Alright, dann würde ich sagen, tuning out und wir sehen uns in der nächsten Folge vom W3 Talk.